Moin Leute, grüß euch und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal richtigen Blödsinn, richtigen Unsinn. Und warum ist das so? Und zwar ist jetzt online ein, zwei Mal das Gerücht aufgekommen, dass die Abgasanlage des Golf 8R, die rechte Seite zumindest, fake sei. Ja, wie kommt das? Bei geöffneter Klappe sieht man vor allem im Winter immer nur auf der linken Seite, auf der linken Auspuff, ne? Also hier, sieht man immer nur Abgas austreten und die rechte Seite komplett ja, frei von Abgas, und deswegen ist die Vermutung, dass da tatsächlich die rechte Seite also eine Attrappe ist und dass die ganze Magie eigentlich auf der linken Seite passiert. Und aus diesem Grund endoskopieren wir heute das Ganze mal. Gucken einfach mal hinten rein, stecken den Wurm da ins Abgasrohr rein und schauen mal, wie das tatsächlich aussieht. Und ich denke, ich kann schon mal wegnehmen, die Abgasanlage rechte Seite ist nicht fake. Da wird bloß einfach ziemlich restriktiv sein und entsprechend wenig Abgase durchgehen. Aber just in case gucken wir uns das Ganze heute mal an. Und dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange und dann geht es los. Also vielleicht noch als Ergänzung, Auto ist jetzt abgestellt im Race-Mode. Das heißt, beide Abgasklappen sollten serienmäßig geöffnet sein, sodass wir da auf jeden Fall auch an der Abgasklappe vorbeikommen. So Leute, ich habe natürlich ganz außer Acht gelassen, was ja auch logisch ist, dass diese kleine Kamera, dieses Endoskop keinen Ton aufnimmt. Ich hätte mir also mein Gebabbel da währenddessen sparen können und muss es jetzt nochmal nachvertonen, aber ist ja alles kein Problem. Macht ja vielleicht insofern auch Sinn, dass man jetzt hier ab und zu das Video auch mal anhalten kann. Gleich vorab, die Aufnahmen sind leider nicht so geworden wie gewünscht, ja. Das Manövrieren, sage ich mal, mit diesem kleinen Kamerading ist wahnsinnig kompliziert in diesem Endschalldämpfer, weil der auch wirklich verwinkelt ist. Und die Qualität der Aufnahmen ist auch wirklich unterirdisch. Ja, das ist Full HD, das sollte Full HD sein, gemäß Kameraeinstellung. Aber das ist so verpixelt, seht's mir nach. Und an die 2, 3, 4 Leute, die irgendwie jedes meiner Videos disliken, heute habt ihr tatsächlich mal einen Grund, denn ja, die Aufnahmen sind leider wirklich nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe dann angefangen, das Endoskop hier in den Auspuff dann reinzustecken. Und war ja noch ein bisschen verwundert. Ich muss das wahrscheinlich auch ein bisschen zusammenschneiden. Und habe also mit der Seite links außen angefangen. Das ist die Seite ohne Abgasklappe, ja. Also, wo der Race Mode gar keinen Unterschied macht. Und man geht dann also durch dieses Endrohr durch und kommt dann direkt zu einem relativ üppigen Siebrohr. Ja, ich pausiere mal hier. Also tatsächlich, das ist sozusagen Absorptionsschalldämpfer. Die Abgase fließen hier durch die Löcher und hinter diesen Löchern verbirgt sich dann Dämmmaterial, was natürlich dann Sound rausnimmt. Also das ist schon sehr, sehr großzügig gelocht, sage ich mal. Da wird schon einiges verloren gehen. Wir gehen mal weiter. Habe mich auch gewundert, dass da in diesem Abgasstrang dann direkt noch so ein Schalldämpfer integriert ist. Und dann seht ihr hier schon, habe ich ein bisschen Probleme gehabt, die Kamera irgendwie zurechtzudrehen. Und dann geht es quasi mit dem weiteren Rohrbogen rum. Dann sind wir im Endschalldämpfer sozusagen. Jetzt sind wir im Endschalldämpfer nach dem Rohrbogen. Und das sieht wirklich ganz wild aus. Ja? Also man sieht hier, dass das Rohr endet sozusagen in einer offenen Fläche des Schalldämpfers mehr oder weniger. Wo man sieht hier unten, das ist sozusagen das Rohr, bin ich der Meinung, vom Endrohr linke Seite, aber innen. Und das kreuzt sich hier irgendwie und gegenüber ist die Kamera, die Kamera dann in die andere Richtung, quasi zur rechten Seite hin. Das heißt also, die Abgase strömen hier irgendwie rein, stauen sich dann offensichtlich in dieser Freifläche und finden dann den Weg durch dieses Rohr hier durch. Was, also ich glaube, strömungstechnisch ist das richtige Katastrophe. Hab hier noch versucht, ein bisschen weiter vorzukommen, um ein bisschen mehr zu erkennen. Aber ehrlicherweise hatte ich ein bisschen Angst, dass sich irgendwie das Endoskop da verhakelt und habe mich dann nicht weiter getraut. Aber ich denke, man sieht es ja ganz gut, ne? Das ist ein riesiger Hohlraum sozusagen. Und ja, mit einem Art Kammersystem, dann mit Zugang zur anderen Abgas-Austrittsseite und dann hier auch dem Rohr, was durchgeht, wo die Klappe drin ist, wo wir auch gleich dann reingehen. Hab ich noch ein bisschen geguckt hier, ne? Aber viel mehr passiert ja jetzt auch nicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, vom Aufbau her ist das schon sehr krass verwinkelt, ja, alles. Also ich finde das für so einen teuren Titan-Endschalldämpfer schon strömungstechnisch nicht ganz so geil. So, jetzt sind wir im Rohr drin, linke Seite, aber innen, quasi hier, wo auch die Abgasklappe dann vorkommt. So, und da ist sie nämlich auch. Die Abgasklappe kommt ja direkt in dem Rohrbogen quasi noch vom Endrohr, ohne dass davor oder dahinter noch ein Schalldämpfer kommt sozusagen. Und im Race-Modus, man sieht es ja hier ganz schön, ist die Klappe dann tatsächlich also auch offen. Ich habe das Auto im Race-Modus abgestellt
Und die Klappe ist offensichtlich dann, ja, 100% offen geht ja nicht, weil die hat ja dann hier noch ihre eigene Achse quasi, die im Strom, im Abgasstrom steht. Aber sie ist maximal geöffnet im Rahmen der Möglichkeiten. An der Klappe vorbei, war ein bisschen fummelig. Und dann geht's weiter. Hier einen relativ üppigen Rohrbogen. Ne? Also vom Durchmesser ist das schon gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Und dann, ja, hier wieder in einen. Eine Art Kammersystem. Ich versuche mal, ob man das hier irgendwie zurückspulen kann, halbwegs erkennt. Das Rohr ist ja nicht ununterbrochen sozusagen in einer Linie, sondern man sieht hier eigentlich ganz gut. Hoppla, so. So. Das ist hier außen sozusagen, ja, wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Lichthof quasi, wo die Abgase ja theoretisch auch austreten können und dann wieder in diesen Endschalldämpfer selber, in dieses Gehäuse reinkommen und dann vielleicht aus dem anderen Abgasrohr austreten. Also die Verbindung ist nicht ununterbrochen. Quasi von dem Abgasstrang, wo die Klappe drin sitzt, auf der linken Seite. Das fand ich hier auch relativ bemerkenswert, aber wir gucken mal weiter. Wenn man das Rohr hier dann reingeht, auch wieder hier ein bisschen fummelig gewesen. Ja, Rohrbogen. Rohrbogen ohne Schalldämpfer erstmal. So, dann machen wir einen kleinen Sprung. Ich bin auf der linken Seite nicht wirklich weitergekommen. Da war dann ein Rohrbogen noch. Ich gehe davon aus, dass es dann relativ zeitig in den Mittelschalldämpfer-Verbindungsrohr quasi reingeht zum OPF hin. Denn das, ja, linke Seite ist quasi das sogenannte Soundrohr, wo dann bei geöffneter Klappe also der meiste Klang auch durchkommt. Ich bin leider nicht weitergekommen, müssen wir uns an der Stelle damit zufrieden geben. Aber ich bin jetzt auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite innen, möchte ich sagen. Ja, hier sieht man auch wieder die Klappe, also eine zweite Klappe gibt es auf jeden Fall. An der rechten Seite drin, inneres Rohr, auch direkt nach dem Endrohr quasi im Rohrbogen drin sitzt die zweite Klappe, die im Race-Modus ebenfalls so gut wie es geht geöffnet ist quasi. Also im Stand sind beide Klappen, kann man schon mal festhalten, sind die wirklich offen. Und guckt euch mal bitte an, wie blitzeblank im Vergleich wirklich dieser Endschalldämpfer von innen ist. Man kann hier keine großartigen Rußspuren erkennen. Das ist die Magie der modernen Abgasreinigung mit Ottopartikelfilter allen voran und natürlich auch dem großen 600 Zellen Keramikcut. Aber gut, wir sind weiter. Rechte Seite innen, an der Klappe dann gleich vorbei, hoffentlich. Auch das war wieder ein kleiner Kampf. So, und dann wird es hier ganz wild. Ich mache mal ein bisschen zurück. Wir sind dann quasi hinter der Klappe. In einer Rohrverbindung. Hier geht rechts unten ein Rohr weg. Ich denke mal mit aller großer Wahrscheinlichkeit, das ist dann also das Rohr auf der rechten Seite außen. Und direkt dahinter befindet sich wieder ein Absorptionsschalldämpfer mit einem Siebrohr. Auch wieder nicht zu klein dimensioniert. Ja, quasi der Zugang hier rechts, das wird quasi das andere Abgasrohr einfach sein. Hinein ins Siebrohr. Und hier haben wir die gleiche Geschichte wieder. Ja, ein bisschen undurchsichtig zu erkennen irgendwie. Das Siebrohr endet in einem wieder offenen Raum. Dann geht hier wieder ein Rohr durch. Vielleicht hat die rechte Seite außen auch zwei Zugänge quasi. Also einmal durch dieses Rohr hier mit diesem, ich sag mal, mit dieser Ausfahrt und dann vielleicht einmal direkt vom Mittelschalldämpfer. Bemerkenswert aber wieder hier, dass die Abgase offensichtlich in diesem Endschalldämpfer sich sammeln und dann erst in die Abgasrohre hier weiter reingeführt werden. Ja, weil ihr seht das, auch wir hier wieder keine ununterbrochene Verbindung, sondern ein freier Raum, von dem sich die Abgase dann selber irgendwo reinsortieren müssen. Der letzte natürlich noch rechte Seite außen. Ein Abgasrohr ohne Klappe. Die beiden Klappen haben wir schon abgehandelt. Geht also rein, hier auch wieder in einen Rohrbogen. Rohrbogen, so rum. Und hier interessanterweise mal kein Siebrohr. So, jetzt muss man das tatsächlich einmal fairerweise dazu sagen. Ich bin hier auf der rechten Seite außen nicht wirklich weitergekommen. Ihr seht das hier. Die Rohrführung ist ähnlich. Ja. Es geht also in dem Rohrbogen dann natürlich in die Linkskurve logischerweise. Richtung Endschalldämpfer, aber da war dann so eine steile Kurve, sage ich mal, die habe ich mit dem Endoskop hier nicht, mit diesem langen Wurm da nicht zurechtbekommen, sodass wir uns damit zufrieden geben müssen, hier nicht weiter geguckt zu haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da großartig spannend geworden ist. Wie gesagt, die werden offensichtlich einer Art zusammengeführt, die Rohre, im rechte Seite inneren Abgasstrang. Und dann eventuell gibt es noch einen eigenen Bypass sozusagen direkt ab OPF sozusagen, die dann in die rechte Seite außen geht.
Okay. Um an der Stelle auch nochmal auf die anfängliche Frage zurückzukommen, ob denn die rechte Seite der Abgasanlage fake sei, können wir, glaube ich, ziemlich sicher sagen, nein, es ist nicht fake. Links, sowohl links als auch rechts, gibt es Abgasklappen, die auf jeden Fall auch eine Funktion haben, die sich offensichtlich bewegen und vor allem öffnen lassen. Und auch die Rohrführungen enden zumindest augenscheinlich erstmal nicht in irgendwelchen Sackgassen. Ehrlicherweise, das hätte mich auch total gewundert, wenn VW da eine Klappe einbaut, was die ja Geld kostet, wenn das quasi ein, ja, ein Fake-Abgasstrang ist. Ja, also die rechte Seite ist auf jeden Fall unter Funktion. Nur, was mich wundert, der Schalldämpfer, der Aufbau ist wahnsinnig verwinkelt. Es gibt Reflexionskammern, es gibt Absorptionskammern, ja, das sind die mit dem Siebrohr. Und wenn man sich das mal so anguckt, wie verwinkelt das ist, wundert es doch, dass die Leute da teilweise, ja, an die 500 PS durchschicken durch diesen Schalldämpfer und das ohne Probleme funktioniert. Ich habe hier dieses Bild nochmal mitgenommen, was ihr jetzt seht, und zwar kann man hier auch ganz gut erkennen, wie, ich sag mal, wie restriktiv dieser Schalldämpfer oder wie strömungsungünstig der eigentlich für mein Empfinden nach ist. Ihr seht ja vom Mittelschalldämpfer das Rohr, das geht in den Endschalldämpfer rein oder vom OPF und dann ist hier hinten der Endschalldämpfer als Box sozusagen und da ist hinten richtig blau eingefärbt, ja, was natürlich für Temperatur steht, also da trifft die Temperatur auf oder da staut sie sich. Und das heißt tatsächlich, die Abgase prallen in den Endschalldämpfer hinten komplett auf und sortieren sich dann, wie eben vermutet, in diese einzelnen Abgasstränge auf. Der linke dabei, quasi linke Seite innen, ist dabei am wenigsten restriktiv mit dem größten Durchmesser und wo dann auch bei geöffneter Klappe der meiste Sound rauskommt. Die anderen drei Endrohre, wovon dann ja eins auch noch mit Klappe versehen ist, sind noch verwinkelter. Also mit deutlichen Reflexionskammern. Ich finde es aber schon hier sehr beeindruckend, wie diese Verfärbung im Endschalldämpfer ist. Also da staut sich tatsächlich das Abgas ungemein, was natürlich dann auch dazu führt, dass der, zumindest der 8R, so einen sehr fauchigen Sound hat oben raus, wenn ein großer Volumenstrom an Abgas durch den Schalldämpfer durchgeht. Okay, ja, ich würde sagen, wie gesagt, Aufnahmen sind nicht so geworden, wie ihr hofft. Seht's mir nach. Aber dann haben wir das zumindest einigermaßen geklärt, haben mal einen kurzen Blick in den Schalldämpfer reingeworfen. Und ja, also schreibt mir mal in die Kommentare, was ich noch so endoskopieren soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.